Hearthstone Let's Play. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ja, meine Freunde, in der letzten Runde lief es ja richtig gut für mich. Es waren zwei richtig spannende Matches. Das erste war echt lang, das zweite war ein Rush. Hat echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und jetzt brauche ich noch einen Sieg. Und den würde ich gerne mit euch einfahren. Und deswegen fangen wir gleich an. Mal gespannt, was es wird. Zwei Chancen habe ich auf jeden Fall. Aber ich bin guten Mutes, dass ich es hinkriegen kann. Wie gesagt, es hat Spaß gemacht in der letzten Runde. Vor allem der Rush war gar nicht mal übel. Ja, kann ich auch, wenn ich will, wenn ich es eilig habe. Aber das nur nebenbei. Anduin bip, bip, bip. Gegen Schattensang. Auch wieder so ein Goldtypi, der sich freigeschaltet hat. Gut, muss nichts heißen. Zorn. Das Licht wird den Sieg bringen. Also das ist okay, das ist noch so lala. Machen wir es mal so. Ich meine, der kann stark sein, deswegen möchte ich ihn nicht weglegen. Die geht auch noch. 2, 4, 5, ja, das ist gar nicht mal so schlecht. Vielleicht jetzt noch irgendwas mit 3 oder so. Ich glaube, der Pilz oder die Ratte oder so. Ja, das geht auch noch, aber... Naja, ja, okay, von mir aus. Könnte schlimmer starten. Könnte wahrlich schlimmer starten. Ich hoffe mal, er spielt jetzt nichts. Auf zum Tanz. Cool. Na, von mir aus. Von mir aus. Das Angeln ist mein Leben. Genau, jetzt haben wir auch noch den Feendrache, das ist gut. Alles klar. Sonst geht's dir, oder? Einer was. Hoffentlich kriegt er nicht die ganze Zeit Schattenwort Schmerz und so ein Zeug. Muss ja nicht sein. Noch kriegt er ihn ja nicht kaputt. Außer er hat jetzt von mir Schattenwort Schmerz getriggert. Was steht da? Er hält jedes Mal eine so viele Karte von der Klasse aus Gegner. Was hat er denn? Also irgendwie zur Zeit habe ich komische Gegner, weiß auch nicht. Die ich sich auf der, wie der im letzten Runde, also wie der in der letzten Runde gespielt hat. Kann ich den wegmachen? Ne, darf ich nicht. Der die ganze Zeit Mana-Kristalle haben wollte und das alles. Und jetzt habe ich einen Gegner, der die ganze Zeit irgendwelche Karten von mir klaut. Also ich da mit dem Standard so ein bisschen rumgeplayt habe. Oder mal rumprobiert habe, da hatte ich einen, der die ganze Zeit Bubbles gespielt hat. Wirklich jeder Diener Bubble? Also, komische Gegner zurzeit, ich weiß auch nicht. Man vernichtet einen Diener, ist jetzt nicht hilfreich. Nicht unbedingt. Ja, der muss weg. Der muss weg. Unangenehm, irgendwie der Gegner. Sehr unangenehm. Mit seinem Karten geklaue, das ist nicht schön, weil ich hab... Meine Klasse ist halt gut, das weiß ich halt. Wenn er da Schattenwort Schmerz, Schattenwort Tod hat, dann sehe ich Aldous. Nicht schön. Komischer Gegner. Wie gesagt, ich habe merkwürdige Gegner, die sich da auf eine Sache verschleifen. Ganz komisch. Das ist ein Waste eigentlich. Das könnte ich machen, aber ist das sinnvoll? Puh. Lass mich mal überlegen, wie ich das machen könnte. Ich mach, glaube ich, mal den Drachen. Ihr seid ja nicht willkommen. Ich hoffe mal, er gibt es vielleicht den richtigen. Ja, das geht noch, obwohl das jetzt nicht wirklich hilfreich war. Was war das für einer? Halt, ich sehe mal zwei Rüstungen, wenn dieser Diener Schaden erleidet. Okay. Na, dann hat er jetzt von mir. Das hat er jetzt geklaut. Aber ist nicht weiter schlimm. Ich meine, Mana hat es ihn ja trotzdem gekostet. So schlimm ist das nicht. Was der nicht einmal mit der Klasse... Seht ihr das die ganze Zeit bei die Klasse eures Gegners, die Klasse eures Gegners, die Klasse eures Gegners? Ist ja echt merkwürdig, wie der spielt.
Ich habe nur noch so Gegner. Nur Bubble, Leute. Nur Mana-Kristalle bauen. Echt merkwürdig. Ganz im Ernst. Ganz, ganz merkwürdige Gegner. Okay. Ja, jetzt machen wir den mal weg, würde ich sagen. Dann ist da mal der Ruhe. Und den auch. Ich habe ja noch mehr hier, so ist es nicht. Ich habe ja noch mehr. War aber nicht einfach. Das ist so ähnlich wie das letzte Match. Aus der letzten Runde, also das erste. Aber ich kann halt auch nicht mehr als es versuchen. Mhm. Den stillen wir aber, glaube ich mal, weil macht er das jetzt jedes Mal. Den könnte ich mal stillen. Ich weiß nicht, ob es übertrieben ist, aber das könnte gehen. Oder ich mache den Lichtkönig, ich weiß nicht, was meint ihr? Könnt ihr auch machen. Entfernt die obersten 5 Karten aus Decks, gut, kann natürlich auch nach hinten losgehen. Das ist halt leider auch meine Klasse, aber ich habe ihn trotzdem noch als 8-8er, so ist es ja nun nicht. Wisst ihr, wie ich meine? Also er kann ja trotzdem noch kämpfen. Du und deine Golems, Alter. Jetzt wissen wir's. Jetzt wissen wir's. Ja, du kannst noch ein paar Golems mehr machen, das ist mir eigentlich ziemlich egal, weil ich habe auch noch die Nova. Hau ruhig raus. Das macht nichts. Jetzt muss ich kurz überlegen, wie ich es mache. Jetzt bringen wir den mal zum Schweigen, weil ich kann das auch, Freund. Machen wir es mal so. Dann haben wir ein bisschen ein Heal, ein bisschen was weg, ein bisschen was gestillt. Joa. Ist ein Anfang. Mhm. Schatten war tot, müsste ich ja nicht auch noch haben. Oder ich nehme die Schnecke. Oder ich nehme den Voyage, den habe ich mir ja aufgehoben. Schon gewusst, warum. Ich versuche in letzter Zeit auch so ein bisschen vorausschauend zu spielen. Gib mir mal Schatten war tot, das wäre sehr hilfreich, Spiel. Danke. Macht er natürlich nicht, war ja klar. Soll ich das mal riskieren oder ist das... Ach komm. Autsch. Ich habe tatsächlich 5 der... Möge das Licht euch verbrennen. Nicht, dass er meint, er kann die Bubble jetzt damit zerstören. Das war hart, oder? Da ist nur Schattenwort tot gestorben und ich habe dafür das alles rausgehauen. Überlegt mal. Blondlocke, Dr. Boom. Gut, Dr. Boom ist natürlich so eine Sache, aber oh mein Gott. Könnte interessant werden, ob das jetzt noch ein Sieg reicht oder nicht. Jetzt bin ich gespannt. Ja, das war natürlich jetzt schade, weil... Egal. Lasst mich überlegen. Ich muss auf jeden Fall einmal heilen, das Blondlocke triggert. Das sollte ich vielleicht auch als erstes machen, damit ich weiß, was es gibt. Ihr habt doch keine Angst im Dunkeln. Nachdem mein Freund und Dino stoppen, halt ihr eine Kopie 1-1 davon auf die Hand. Alles klar. Gut, ich könnte natürlich was kaputt machen. Ich meine, das wäre am einfachsten. Warte, wie seht ihr das? Ich frage mich, ob... Vom Leben her kleiner machen könnte ich noch. Ich könnte noch einen Tank spielen. Den muss man dann euch mal wegbekommen. Ich sollte auf jeden Fall was umhauen, bin ich der Meinung. Also den haue ich jetzt auf jeden Fall mal um. Ich spiele einen Tank. Und den dann noch. Dann kann ich mir ja sogar ein bisschen aussuchen. Vielleicht sogar stärker machen. Genau, sowas wie das da. Und so ein bisschen das da. Beichtet. Ein bisschen Schaden raushauen.
Boah, ich muss jetzt schon wieder tryharden. Also, muss alles geben, Freunde, um hier überhaupt mal... Man raucht die Rübe. Aber ich hoffe, für euch ist es spannend. Also langweilig sind die Matches ja nicht gerade. Puh, hoffentlich kriegt er keinen Schaden, war tot von meiner Klasse. Ihr wisst schon. Ja gut, wenn das alles ist. Was alles ist. Ja, macht hier ruhig Schaden rein. Das war's, das ist aus. Gut gespielt. Nicht schlecht. Ja, Freund. Dumm gelaufen. Der Willow bemüht sich. Tja, könnt ihr mal sehen. Tada! Hui! Kiste des wütenden Huhns. Hooray! Kann man nicht meckern. Wirklich nicht. Kann man nicht meckern. Jetzt habe ich es zwar geschafft, aber ich mache trotzdem noch eins. Bin ja gar nicht so. Es ist zwar mehr oder weniger jetzt ein Friendly, oder wenn man sagen will. Aber ich mache trotzdem noch eins für euch. Ich habe aber den Kartenrücken und das freut mich. Also wie gesagt, mir macht's Spaß, die letzten beiden Runden. Ich hoffe euch auch, weil ich bemühe mich sehr. Und ich kämpfe. Ich kämpfe. War spannend. Nasse Hände. Vielleicht kriegt man ja noch einen Sieg hin. Wenn man so nimmt, werden das dann... Jetzt habe ich 5 Siege in Folge. Es werden 6 Siege in Folge, oder? Krass. Schon wieder? Ist das dasselbe? Lunara. Der Wald erhebt sich. Der kommt mir so bekannt vor. Ja, das ist alles zu hoch. Gib mir bitte ein bisschen was Kleines, sonst wird das nichts. Ja, das ist schon... Ja, seht ihr, das ist genau das... Gleich was anderes. Gleich was ganz, ganz anderes. Schöne Frostthron-Map. Ne, ist gleich was anderes. Das ist schon was völlig anderes. Jawollinga. Ich waste jetzt mal den Coin nicht. Kann ich vielleicht bei 3 Mana dann gleich die machen. Diese Lunara hole ich mir auch noch. Das ist ja die. Ist ja lustig, dass das jetzt die ganze Zeit kommt. Oder würde ich am liebsten Peggle machen, damit der Karten droppt. Bevor ich den Feendrachen... Bevor ich den Feendrachen mache. Einfach Karten draws. Ihr wisst schon. Sie hat keine Karten auf der Hand. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Komm, jetzt draw gleich ein. Komm, zack. Draw ein. Sehr gut. Und 2 Karten für den Willow. Ich mache jetzt aber doch mal die, glaube ich. Einfach mal richtig schön Druck machen. Wird das ewig so weitergehen? Kein schlechter Einstieg. Wenn sie jetzt wieder so ein bisschen rumeiert, kann ich vielleicht sogar gleich den Affen machen. Da steht aber, hält ein Spott, wenn ihr einen Drachen auf der Hand habt. Okay. 3-6 Schattenwort Schmerz, wenn er dich jetzt göttlich. Ja, das nehme ich auch. Das nehme ich auch. Eure Magie wird euch nicht retten. Befreit mich! Das war's. Bisschen Druck machen gleich hier. Meine Defensivkarten kommen irgendwie selten. Ich weiß auch nicht. Haben wir aufgefallen? Die Defensivkarten wollen nicht, wie ich will. Seht ihr schon wieder nicht. Ich hätte aber eine Idee, wo ich beide wegmachen könnte. Ich könnte Voidchain auf den Drachen machen. Ich könnte Voidchain auf den 5-4er machen, obwohl der 5-4er halt stark ist. Nicht wahr? Die Geister sind ruhelos. Befreit mich! Ja. Ich bin am Drücker, auf jeden Fall sie oder er muss reagieren. Ist eigentlich immer gut, wenn das passiert. Ja. Jetzt könnte mal ein bisschen was Hohes kommen. Es bricht mal irgendwie was mit 6-7 Mana, so Dr. Boom oder so. Obwohl viele kleine, muss ja auch nicht schlecht sein. Kann man nicht behaupten. Es läuft zurzeit. Irgendwie habe ich es raus. Mein Deck ist gar nicht so schlecht. Ich bin auch schon eine ganze Weile dabei. Kann man ein bisschen was erwarten. Todesheucheln, na, jetzt hätte ich das Stillen gebraucht. Menschenskinder. Das mal gewusst. Jetzt hätte ich Stillen gebraucht. Ist das blöd. Aber das kann keiner ahnen. Ich hätte gerne mal den da draußen einfach auch, damit ich weiß, dass ich im Notfall diesen Drachen kaputt kriege. Soll ich den Drachen umhauen? Zufälliger Drache kann natürlich alles behaupten.
bedeuten, obwohl ich hau den nicht um. Ich will einfach so ein bisschen, wie soll ich sagen? Ich hau den jetzt nicht um. Ich hau den jetzt nicht um. Noch weiter Druck. Hier kommt der. Ich hau den jetzt nicht um. Weil dann kriegt er nämlich seinen Drachen. Das mach ich jetzt nicht. Und jetzt muss er erstmal am Tank vorbei. Ich lasse das einfach. Ich mach weiter Druck. Seht ihr, jetzt kommt er nämlich nicht richtig. Und jetzt geht das wieder los. Ich hatte das mal in einem anderen Match. Nerv mich nicht, ganz ehrlich. Nerv mich nicht, ganz im Ernst. Das hatte ich schon mal in irgendeinem Match. Überhaupt nicht nervtötend. Da würde nicht mal Nova oder irgendwas helfen. Hier kommt der Boomer. Okay, aber das ist natürlich nicht so ideal. Die Bomben könnten mir dann noch dabei helfen. Ja, ich kämpfe. Ich kämpfe immer noch. Mein Schild für Argus. Wenn das alles ist. Sein Drache jetzt aber auch weg. Gut, jetzt weiß ich natürlich nicht, was für ein Drachen er auf die Hand kriegt. Das ist ein bisschen ätzend. Aber es läuft immer noch. Ich glaube immer noch dran, dass ich es schaffen kann. Ich habe noch mehr. So ist nicht. Ich habe noch mehr. Den Lich King habe ich auch noch nicht gespielt heute. Und da kommt er auch schon. Den spiele ich jetzt auch. Könnte sicher sein. Das hat mich ein bisschen... Upala, was ist es denn? Das hat mich ein bisschen beruhigt, weil wenn er was Großes spielt, drachenmäßig, habe ich jetzt einen Konter. Fügt allen Feinden 3 Schaden zu. Was ist das jetzt? Stille, oder was kommt jetzt? Dass die mir immer auf den Lich King gehen müssen, sowas Blödes. Lass mal Lichi in Ruhe. Der hat euch gar nichts getan. Oha, ich habe ganz schön viele Karten auf der Hand. Ich muss mal was loswerden. Nur ein paar kleine spielen. Was für Geheimnisse wir lüften. Ja, kleine Geheimnisse. Das war der Drache. Da habe ich aber Schwein gehabt. Das ist ja nichts Besonderes. Ja, finde ich, der dein Gegner ist natürlich jetzt, oder Diener ist natürlich jetzt nicht gerade hilfreich. Ja, wow, in meine Hand. Ja, okay. Alles klar. Kein Thema. Macht ja nichts. Lass mal kurz überlegen, was ich jetzt mache. Jetzt hat es ganz schön was verblasen hier. Ich muss mal ein paar kleine loswerden, habe ich das Gefühl. Das wird mir jetzt viel. Das wird mir zu viel langsam. Was ich da rumliegen habe, ist ja ätzend. Okay, ich muss ein bisschen was wegmachen, deswegen habe ich das jetzt gemacht. Vier Damage. Drei Damage. Läuft bei mir. Ich habe nämlich auch noch das sind 5 Damage. Darf man auch nicht vergessen. Und mit der Nova mache ich noch 2 Damage. Das heißt, es sind 7 Damage. Ihr wisst schon, was ich meine, oder? Ich glaube nicht, dass die damit rechnet. Jetzt sind mir da Karten geplatzt. Schattenwort Schmerz, Schattenwort Tod oder was es war. Blöd. Also ich mache heimliche 7 Damage. Das heißt, ich muss noch 2 Damage durchbringen. Das werde ich aber irgendwie hinkriegen, oder? Ja, natürlich. Kein Problem. 2 Damage muss ich durchbringen. Er wird ja nicht so viel wegkriegen, dass ich keine 2 Damage durchkriege. Wenn es nicht sogar jetzt schon aus ist. Also es läuft, Freunde. Ich krieg's irgendwie hin. 2 Damage, bitte. Nur 2 Damage. Wahrheit findet sich im Tode. Das war's. Gut gespielt. Ich brauche die 2 Damage praktisch war ich gar nicht mehr, aber naja. Boah, jetzt muss ich aber alles geben hier. Jetzt läuft's aber. Jetzt läuft's aber. Aber ich bin sehr zufrieden, hat Spaß gemacht. Es waren auch echt schöne Matches und hier habe ich auch schon die Hälfte voll. Also Freunde, was wollt ihr mehr? Ich biete euch noch einiges. Selbst in Hearthstone.
Und die Truhe ist frei. Das waren echt coole Matches. Auch teilweise kuriose Matches. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns noch beim nächsten Hearthstone. Wahrscheinlich ist das dann wieder Solo-Abenteuer oder mal gucken. Vielleicht einen Legend bauen. Oder Pack-Opening. Ich weiß noch nicht. Naja, mal wird's sehen. Tschüss.